is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Reiße jeden Keim des Zweifels aus. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und Verheißung empfangt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verbannt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Ich sah, dass wir jetzt in der Zeit des Sichtpunkts leben. Satan arbeitet mit aller Macht darauf hin, Seelen aus der Hand Christi zu entwinden. Er will sie dazu bringen, den Sohn Gottes mit Füßen zu treten. Der Charakter wird ständig entwickelt. Engel Gottes wägen den sittlichen Wert ab. Gott prüft sein Volk und stellt es auf die Probe. Der Engel legte mir folgende Worte vor. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht bis zum Ende festhalten. Es gefällt Gott überhaupt nicht, wenn Leute aus seinem Volk, die die Macht seiner Gnade kennengelernt haben, über ihre Zweifel sprechen. Auf diese Weise machen sie sich zu einem Kanal, über den Satan seine Einflüsterungen auch in das Denken anderer übermitteln kann. Eine Saat des Unglaubens und des Bösen ist nicht leicht auszureißen. Satan nährt sie ständig und sie wächst und wird kräftig. Ein guter Same, der gesät wurde, muss genährt, bewässert und sorgfältig gehegt werden, denn er wird von jedem giftigen Einfluss umgeben, der sein Wachstum zu verhindern und seinen Tod sucht. Satan strengt sich jetzt mächtiger an als je zuvor. Er weiß nämlich, dass ihm nur noch wenig Zeit zum Betrügen bleibt. Gottes Volk wird gesichtet werden, wie Korn im Sieb hin und her geschüttelt wird, bis die Spreu von den bloßen Weizenkörnern getrennt ist. Wir sollen nach Christus, unser Vorbild, schauen und dieses Beispiel der Demut nachahmen. Mir wurde der Lohn der Heiligen, das unvergängliche Erbe, gezeigt. Dann wurde mir gezeigt, wie viel Gottes Volk in der Wahrheit willen erduldet hat und dass ihm der Preis des Himmels niedrig vorkam. Es schätzte die Leiden der gegenwärtigen Zeit weit geringer ein. Sie sind nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit, die an ihnen offenbar werden soll. Die Kinder Gottes werden in diesen letzten Tagen auf die Probe gestellt. Aber bald schon wird ihre letzte Prüfung kommen. Und dann werden sie die Gabe des ewigen Lebens entgegennehmen. The Lord is coming. Are you ready?